Damit dein Training zu Hause wirklich sinnvoll und effektiv gestaltet werden kann, empfehle ich dir vorab immer ein sehr gutes und sinnvolles Warm-up. Starte dabei mit einer Mobilisation aller Gelenke und gehe danach in noch ein paar spezifischere Übungen über. Ich zeige dir heute einen sinnvollen Übungsablauf und empfehle dir, pro Übung jeweils 10 Wiederholungen zu machen. Starte in einem etwas breiteren Stand als schulterbreit, deine Knie sind leicht gebeugt und du ziehst deine Arme richtig lang nach unten zum Boden. Sehr gut. Dann beginnst du, den Kopf nach rechts und links zu drehen. Wir starten somit an deiner Halswirbelsäule. Nach 10 Wiederholungen beginnst du, die Schultern nach hinten zu kreisen. Jawohl. Super. Die Übung Nummer 3, nimm deine Hände einmal vor die Brust. Fixiere dein Becken und starte mit einer Rotation nur im Oberkörperbereich, also nur in deiner Brustwirbelsäule. Im Anschluss legst du deine Hände einmal in die Hüfte und beginnst dein Becken nach vorne und nach hinten zu bewegen. Auch hier, wie gesagt, diese 10 Wiederholungen pro Seite. Nimm danach deine Arme neben den Körper und starte mit deinen Handgelenken. Kreise sie in die eine, aber auch in die andere Richtung. Jawohl. Deine Füße schließt du im Anschluss. Du beginnst, deine Knie nach vorne zu kreisen, erst in die eine, dann auch in die andere Richtung. Danach stellst du dich wieder etwas breiter auf und beginnst, deine Knie im Wechsel nach außen zu kreisen. Auch hier mach bitte 10 Wiederholungen pro Seite, das mobilisiert dein Hüftgelenk. Stell die Füße im Anschluss deutlich breiter auf, deine Knie sind gestreckt. Du nimmst die Arme nach oben in ein großes V. Neig dich nun jeweils zur rechten und zur linken Seite und schau mal, wie weit du nach unten kommst, mit dem Ziel, die Fingerspitze so weit wie möglich nach unten zur Fußspitze zu bewegen. Prima, lass uns in den zweiten Teil übergehen. Deine Füße sind wieder schulterbreit, deine Knie gestreckt und du rollst dich ganz langsam Wirbel für Wirbel ab, bis die Hände den Boden berühren. Wenn das für dich zu schwierig ist, beug gerne deine Knie. Lauf dann nach vorne in die Liegestützposition und beginn mit dem rechten Fuß neben deiner rechten Hand. Nun führst du den rechten Unterarm zum Boden und rotierst nach oben auf. Dein Blick folgt der jeweils bewegenden Hand. Auch hier, wie gesagt, 10 Wiederholungen pro Seite. Und du schaust jeweils, wie weit du nach unten kommst, mit dem Ziel, den Unterarm so weit wie möglich zum Boden zu führen. Komm danach wieder in die Stützposition. Beug deine Knie ganz leicht und lauf nach hinten in eine ganz tiefe Hocke. Dem Ziel, dass die Füße fest am Boden verankert sind. Prima. Die Hände platzierst du am Boden und streckst und beugst deine Beine auch hier 10-mal hintereinander. Wenn du das gemacht hast, streck die Beine und roll dich wieder langsam nach oben auf. So, nun bist du super aufgewärmt und ich wünsche dir ganz viel Spaß in deinem Training.